So, liebe Gabi, du hast gesagt, du hast keine Folien. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an, uns irgendwie nochmal vorzustellen. Muss man die Gabi eigentlich vorstellen? Weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, das tun wir einfach mal, weil wir haben vielleicht auch ein paar Kolleginnen und Kollegen hier drin, die ich noch nicht kenne. Oder Wobei, ich dich? sehe gerade den Herrn Kaufmann hier auch drin. Alter, Alter. Was? Ja. Guck mal an hier. Siehst Alles aus wie ein klar. Sprung So, im jetzt. Cognito-Account, ja. Jetzt Kannst steigt. direkt wieder gehen. Da ist nichts dabei, was du nicht schon kennst. Jetzt Ich steigt. arbeite ja, ich lausche ja nur. Also, ja, das ist okay. Cool. Sehr cool. Gut. Meine liebe Gabi, es ist eine Ehre, dich bei der DBCC zu haben. Nee, du bist nicht mehr die einzigste weibliche Data-Plattform MVP. Gibt's noch jemand anders? Gibt's schon mehr? Ja. Ja, Aber also du warst die Erste, sagen wir es mal so. Imke war es vor mir. Echt? Imke war es vor dir? Okay, dann Imke war einen Monat oder 2 vor mir, glaube ich. kann ich dir das Lob gleich wieder wegnehmen und Ja, tschüss. alles gut. Also, unsere liebe Gabi, Fachfrau für alles, was multidimensional in irgendeiner Art und Weise durch die Gegend rennt, was mit Power BI zu tun hat und was jetzt auch mit Synapse zu tun hat. Und du hast uns was Schönes mitgebracht. Und zwar, hast du die Session irgendwie Synapse for Developer genannt oder sowas in dem Stil? Ja, also Weil du genau. kommst aus so einem Developer-Background, gell? Also. Ich komme aus so einem Developer-Background. Also ursprünglich komme ich tatsächlich aus so einem richtigen Pseudo-Developer-Background. Ich habe mal tatsächlich als Web-Application-Developer meine IT-Karriere gestartet. Also eigentlich wollte ich nie in die IT. Fangen wir damit an. Nachdem ich dann in der IT war, war ich Web-Application-Developer, hatte aber immer einen ziemlichen Hang zu Datenbanken und habe mir in jedem Unternehmen, in dem ich war, immer die Reporting-Aufgaben mit Reporting-Services an die Backe nageln lassen. Da bin ich ursprünglich mal hergekommen, weil wenn ich die Datenbanken schon kannte, konnte ich auch direkt die Reports bauen. Ja, hab sogar Reporting-Services anprogrammiert und den ganzen Quatsch, das habe ich alles hinter mir. Und irgendwann habe ich halt gedacht, ich mache mal, also wenn ich eh schon immer BI mache, dann mache ich es jetzt richtig. Und dann bin ich bei der OA22 gelandet. Das ist jetzt über 10 Jahre her. Und da durfte ich dann mein Faible für Datenbanken ausleben in einer Form, wie ich es vorher nicht für möglich gehalten habe. Du sprachst schon das Thema multidimensionale Datenbanken an. Das hat mich dann lange begleitet. Genau. Und ja, ich komme aus dem Developer-Background und obwohl ich einen Developer-Background habe, sind meine Developer-Zeiten jetzt schon lange her und bei bestimmten Themen bin auch ich immer irgendwie so ein bisschen skeptisch gewesen früher. Die 2 Themen, bei denen ich sofort irgendwie schon aus Protest irgendwie abgeschaltet habe, waren immer Big Data und Azure. So, an Azure habe ich mich irgendwann gewöhnt, als es Azure Analysis Services gab. Das war ja halt, ne, Analysis Services, das muss Die man überall lieben, ja, Einstiegsdroge. genau. So, mit Azure habe ich mich angefreundet, meistens. Ich zeige euch gleich mal, warum nicht immer, aber meistens. Und ja, das andere Thema ist Big Data. Ja, ich meine, das, was ich halt gemacht habe, multidimensional, kennt man ja alles aus dem BI-Bereich. Das kommt ja so aus diesem klassischen Data Warehousing. Ja, also alles irgendwie basierend auf SQL und dann kommt vielleicht noch MDX und DAX obendrauf, aber darunter ist ja alles schön relationale Datenbanken SQL. So, und jetzt, ja, jetzt haben wir Big Data und jetzt haben wir dieses Keyword, dieses Buzzword Synapse SQL. Ja. Synapse SQL als Teil vom Azure Synapse Analytics Workspace. Und Azure Synapse Analytics Workspace, um vielleicht mal da so ein bisschen mit anzufangen. So, und ich habe zwar keine Folien, weil alles, was ich euch zeigen und erklären will, steht eh alles irgendwo in der Microsoft-Doku. Ich hätte das jetzt schön auf Folien zusammenklimpern können, aber wenn es das eh schon in der Microsoft-Doku gibt, dann zeige ich euch lieber, wo ihr das findet. Dann ist es nämlich einfacher, das da zu suchen als in meinen Folien. Fangen wir einfach mal ganz kurz minimal an mit Azure Synapse Analytics Workspace. Kurz zusammengefasst ist das ein Konglomerat oder ein Cluster an Services, die stark miteinander interagieren, die besser miteinander interagieren und zusammenarbeiten und quasi sowas wie ein Data Warehouse in der Cloud darstellen. Also wir haben mit dem Azure Data Lake Storage, mit dem mit Gen 2 in diesem Fall, mit den Hierarchical Folder Structures, haben wir einen zentralen Bereich, in dem alle Daten abgelegt werden sollen. Oder sagen wir mal so, zumindest fast alle Daten.
Wir haben Technologien, mit denen wir die Daten transformieren und auswerten. Da haben wir einmal das Synapse SQL, auf das wir eingehen, und das Apache Spark, auf das wir jetzt heute nicht nur am Rande eingehen. Wir haben, und auf diesem Bild sieht man es gar nicht so schön, also wir haben hier das Thema Data Integration angesprochen, aber eigentlich haben wir halt parallel hier die Azure Data Factory als Tool für die Data Integration, aber gleichzeitig als Orchestrierungstool auch in einem kompletten Workspace. Und das ist alles in diesem Workspace drin. Ja, das heißt, Vorteile an der Sache sollen sein, man berechtigt quasi einmal auf den Workspace und muss dann nicht auf jeden einzelnen Service berechtigen. Man muss den Services nicht sagen, wie sie miteinander kommunizieren sollen. Das macht alles der Workspace für einen. Also ein bisschen Data Warehouse in der Cloud mit dem Fokus, klassische Data Warehouse Aufgaben zu erledigen plus Data Warehousing auf Big Data. So, bei Big Data und dann noch alles in Azure, da kann ich mir halt vorstellen, so aus der BI-Community, die ich kenne, da gibt es noch so ein paar gestandene Data Warehouse und SQL-Entwickler, die erstmal so ein bisschen zögerlich sind und sich fragen, was sie denn jetzt alles lernen müssen dafür. Ja? Was denn alles Neues und was denn aus dem guten, alten und doch recht stabilen SQL geworden ist. Und deshalb habe ich gedacht, gucken wir uns mal diesen Synapse-SQL-Bereich an, was sich denn dahinter verbirgt. Das war eigentlich so der Fokus oder der Kern dieser Aufgabe und oder dieser Geschichte. Und wie gesagt, das Ganze ist interaktiv. Der Olli wird bestimmt auch seine eigenen Fragen stellen und seine Erfahrungen hier mit reinbringen. Der hat da ja auch schon ein bisschen was. Aber gerne auch an alle, die dabei sind. Wenn ihr irgendwas habt, fragen wollt, hinzufügen wollt, seid herzlich willkommen. Ich lasse natürlich der Audience immer den Vortritt. Das ist ja natürlich klar. Ja. Vielleicht mal hier und da didaktisch. Ja. Ein paar von den Links, die ich ganz spannend finde, werde ich grundsätzlich auch gleich nochmal hier in den Chat posten, damit ihr die habt. Das mache ich jetzt grundsätzlich bei der Doku an und für sich erstmal nicht, weil ihr seht hier Microsoft Docs. Ne? Es gibt hier einen Bereich Azure Synapse Analytics. Und die meisten Links, die wir uns jetzt angucken, stehen alle da drunter. Also da kann man sich ganz gut durchklicken. Also ihr seht schon hier den nächsten, das ist Synapse SQL, da gehen wir hin. Was verbirgt sich denn hinter Synapse SQL? Ja. Und wie weit hat das was mit dem Normalen zu tun? Also erstmal, es gibt zwei Ausprägungen von Synapse. Machst du das mal ein bisschen größer? Das sehr gerne auch ein bisschen größer. Thank you. Für die alten Männer hier. Nämlich. Es gibt zwei Ausprägungen von Synapse SQL. Und zwar gibt es das, was es vorher schon gab. Das jetzt nochmal kurzes, kleines Microsoft. Die haben es mit den Namen nicht so, Roundtrip-Bashing. Du, wir zeichnen auf, gell? Denk an deinen MVP-Status. Ja, nein. Also, einige von euch werden sich bestimmt noch an ein Produkt erinnern, das sich erstmal On-Premise Parallel Data Warehouse nannte und dann später Analytics Platform Service, das im Prinzip Data Warehousing relational auf großen Datenvolumina war, einfach sehr, sehr mächtige SQL-Prozesse durch ein Konzept, das sich Massively Parallel Processing nannte. Das ganze Ding wurde dann in Azure nach Azure gehoben und nannte sich da Azure SQL Data Warehouse. Hatte halt den Vorteil, man musste sich nicht mehr ums Blech kümmern, was ja ein ziemlich großer Kostenfaktor bei dem ganzen Ding war. Man konnte also quasi das Parallel Data Warehouse in der Cloud nutzen. Vorteil, mächtig. Nachteil, es war damals natürlich nicht für die Cloud gedacht und es hat eine ganze Zeit gebraucht, bis Microsoft dahin gekommen ist, auch wirklich die Cloud-Vorteile hier so richtig zu nutzen. In der Zwischenzeit gab es ja dann schon so ein paar Marktbegleiter-Produkte, um es positiv zu nennen, wie Snowflake, die das Gleiche machen, aber direkt für die Cloud optimiert wurden und da deshalb ein bisschen smoother gelaufen sind. Aber das gab es. Also das hieß Azure SQL Data Warehouse. Dann kamen sie auf die Idee mit Azure Synapse Analytics und dann haben sie den interessanten Ansatz gewählt, dass sie das frühere Azure SQL Data Warehouse Azure Synapse Analytics genannt haben. Und den Workspace, den ich euch gerade gezeigt habe, haben sie auch Azure Synapse Analytics genannt. Also wenn ihr vor einem halben Jahr noch in die Doku reingeguckt habt, dann stand hier Azure Synapse Analytics in Klammern Workspace. Und dann gab es hier Switch to Azure Synapse Analytics in Klammern formerly SQL Data Warehouse. War ein bisschen schwierig zu verkaufen, wenn man darüber geredet hat. Sie haben sich jetzt an der Stelle
dazu entschieden, das frühere Azure SQL Data Warehouse jetzt in Dedicated SQL Pool umzubenennen. Und wie ihr hier auf dem Bild ja schon gesehen habt, das gibt es nach wie vor als einzelnes Produkt, aber das gibt es als einen Teil der SQL-Landschaft im Azure Synapse Analytics Workspace. Und das macht immer noch genau das, was es vorher gemacht hat. Ja, große Datenmengen, große Workloads. Ich habe die Möglichkeit zu skalieren. Ich habe meine verschiedenen Compute-Nodes, die meine Arbeit erledigen. Ich kann sagen, wie stark sollen die Compute-Nodes sein, wie viele von den Compute-Nodes will ich haben und so weiter. Von einigermaßen klein bis ziemlich, ziemlich groß und von ein bisschen teuer bis sehr, sehr teuer. So. Das ist die Möglichkeit, die man hier hat. Also immer noch große Datenmengen. Ich habe mein mächtiges Tool, das ich drauf loslassen kann. SQL-technisch gucken wir uns gleich nochmal an. Kann es auch eine ganze Menge von dem, was man aus SQL kennt. Aber jetzt kommt die Neuerung mit dem Synapse SQL. Und das ist so das, wo ich echt Spaß dran hatte, mit rumzuspielen. Und was für mich auch tatsächlich einer der Punkte sein könnte, der, und deshalb wollte ich das hier so gerne mit anbringen, auch für den gestandenen SQL-Developer den Weg in diese Azure und Big Data und ich arbeite mit Files im Data Lake-Geschichte ein bisschen angenehmer und schicker gestalten könnte. Und das sind die Serverless-SQL-Pools. Da gibt es eine neue Technologie, die nennt sich Polaris. Und jetzt muss ich gerade mal eben gucken, dass ich hier dieses komische Ding hier wegkriege. Natürlich geht das nicht so schön. Ach. Also, switchen wir einfach mal eben. Gabi, darf ich mal kurz was zwischenfragen? Ja. Dieses Serverless SQL. Ja, natürlich, ich bin ja nur wegen euch, bin ja der Fanclub von euch beiden. Dieses Serverless SQL Pool, kann ich mir das vorstellen wie On-Prem das Big Data Cluster dann? Nein. Okay. Jein. Schwierig. Also, die On-Prem, die Big Data Clusters, das ist, das würde ich eher vergleichen mit dem, SQL Data Warehouse. Okay. Mhm. Also zum einen, ich habe ja, also das SQL Data Warehouse im Hintergrund verwendet als Technologie, um sich mit den externen Daten zu verbinden, also zum Beispiel mit den Daten im Data Lake jetzt hier in dem Fall, die Technologie Polybase. Ja. Mhm. Und Big Data Clusters machen das Gleiche. Genau, ja. Der Serverless Pool macht das nicht. Der Serverless verwendet diese Technologie namens Polaris. Mhm. Das ist jetzt nicht so völlig anders als Polybase in mancherlei Hinsicht, aber in einigen entscheidenden Aspekten ist es schon völlig anders. Also es ist tatsächlich, deswegen dieses White Paper, wenn man da die technischen Details haben will, sehr zu empfehlen. Den Link paste ich auf jeden Fall schon mal in den Chat. Das ist im Prinzip das Resultat von ein paar Jahren Versuch, wirklich eine saubere Trennung zwischen Compute im SQL und dem eigentlichen Storage der Daten hinzubekommen. Weil das ist etwas, was mit Polybase immer noch nicht so ganz funktioniert und auch im Azure SQL Data Warehouse nicht ganz funktioniert. Es gibt da zwar schon eine deutlich stärkere Trennung, als es das früher gab, aber letztendlich ist es trotzdem immer noch so, dass da eine stärkere Interaktion ist und bei dem Polybase hast du wirklich eine komplette Trennung. Deswegen ist dieses Compute, was wir haben, wirklich serverless. Also im Prinzip ist dir völlig egal, wo dein Server ist. Du hast keine Kontrolle über deinen Server, du hast keine Info über deinen Server. Du feuerst wirklich eine Abfrage ab gegen die Daten, die du in deiner eigenen Umgebung hostest. Die Abfrage erfolgt auf irgendeinem Microsoft-gemanagten Server irgendwo. Ja, das muss man auch wollen und das muss man auch mögen. Das verstehe ich auch. Das hat auch seine Nachteile. Aber du musst halt nichts tun. Es ist da. Ja, es ist diese Geschichte mit dem, ich habe keine Kontrolle, zeigt sich hier auch an der Stelle relativ oft, wenn man anfängt, damit zu arbeiten. Weil du jetzt gefragt hast, Uwe, gehe ich den Weg jetzt mal so ein bisschen anders an der Stelle? Vielleicht noch für dich, Uwe, wenn du ein vergleichbares Produkt auf dem Markt suchst, dann ist das zum Beispiel AWS Athena. Die haben das vorher schon rausgebracht. Aber der Uwe wollte ja ein On-Premise-Produkt. Ja, natürlich. Der Uwe ist ja auch kein Claudi.
Ihr Lieben, ich muss mich leider verabschieden. Ich muss in ein anderes Meeting. Macht's gut. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, schön. Jetzt hat er deinen kompletten Flow zerstört. Und jetzt nein, überhaupt nicht. Nein. War wirklich toll. Ich will euch auch nicht weiter stören. Da oben. Okay, dann ändere ich meinen Flow jetzt an der Stelle noch mal ein bisschen zurück. Also, wir haben gerade schon mal gesagt, Serverless ist tatsächlich, ich feuer meine Abfrage ab und die Abfrage findet auf einem Server statt, den ich nicht kenne. Das ist einfach mal der Punkt. Und ich denke, das zeige ich euch einfach mal, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, also zumindest die, die es noch nicht gesehen haben, was ist das überhaupt, ja? Und wie arbeitet man überhaupt damit? Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Also fangen wir mal damit an. Es gibt verschiedene Tools, die man nutzen kann, um mit dem Azure Synapse Workspace insgesamt zu arbeiten. Das Standard-Tool ist das Azure Synapse Studio. Und beim Azure Synapse Studio habe ich den Vorteil, es war klar, dass es ausgerechnet jetzt an der Tür klingelt. Ne? Sowas von klar. Azure Synapse Studio erlaubt mir, alle diese Komponenten zu betreuen, die wir vorhin im Rahmen des Synapse Workspaces gesehen haben. Hier oben habe ich den Zugriff zu meinen Daten. Das sind zum einen meine Datenbanken. Das können Datenbanken im Dedicated SQL Pool sein. Das können Datenbanken im Serverless SQL Pool sein. Da kann ich nämlich auch Datenbanken anlegen. Und es können Spark-Datenbanken sein. Also auch in Apache Spark kann ich Datenbanken anlegen. Entweder Delta Tables oder Hive Tables, in denen ich quasi die Daten auch in einem Table-Format speichere. Plus, ich habe sogenannte Linked Services hier drin. Da habe ich zum Beispiel die Verbindung auf meinen Data Lake Storage drin. Oder meine Datasets, die ich für meine Azure Data Factory Pipelines verwende. Ich habe im Develop-Bereich SQL Scripts, Notebooks und so weiter und meine Data Flows. Ich habe hier meine Pipelines. Also, wie gesagt, alles, was ich in dem Bereich brauche, habe ich hier kombiniert drin. Wir fokussieren uns jetzt gerade mal so ein bisschen auf den Datenbereich, weil, wie gesagt, auf Data und Develop, nämlich auf die SQL Scripts. Aber ich habe ja schon gesagt, das Interessante an der Stelle ist, wie arbeite ich damit? Also, wenn wir noch einmal kurz auf den Monitoring-Bereich gehen, bevor wir wirklich in die Daten gucken, dann sehen wir hier im Monitoring beziehungsweise im Management-Bereich die Liste der SQL Pools. Und hier seht ihr vom Typ her den Unterschied zwischen Serverless und Dedicated. Dedicated habe ich jetzt mal ausgelassen, weil wir uns heute in der kurzen Zeit mehr auf Serverless konzentrieren wollen. Und der Serverless SQL Pool ist etwas, der wird automatisch angelegt, sobald ich meinen Synapse Workspace erstelle. Wenn wir uns den Synapse Workspace nochmal eben angucken im Portal, ja, dann kennt ihr die übliche Azure-Portal-Ansicht von dem eigentlichen Service und dann habt ihr hier eure Endpunktdefinition vom Dedicated SQL Pool in dem Workspace und vom Serverless SQL Pool in dem Workspace. Die Information habt ihr automatisch. Ihr könnt einen SQL-Admin-User hinterlegen und so weiter. Und das ist vielleicht das Problem gewesen vorhin. Vielleicht kann ich das die letzte Demo doch noch zeigen, wenn wir noch dahin kommen. Aber dieser Serverless SQL Pool wird automatisch mit angelegt und ich habe pro Workspace auch nur einen Serverless SQL Pool. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann für diesen Serverless SQL Pool x-beliebige Datenbanken anlegen. Also ich kann meine Workloads trennen, kann sie clustern in Datenbanken, kann die Datenbanken konfigurieren, ich kann denen andere Collations geben und so weiter. Ich kann Berechtigungen darauf erteilen, auch zum Beispiel für Service Principles in Azure. Also ich kann zum Beispiel einer anderen Azure Data Factory Berechtigungen geben, Daten aus dieser Datenbank zu lesen und so weiter. Alle diese Möglichkeiten habe ich hier. Ja. Sind aber nur Metadaten. Also ist jetzt nichts Physikalisches wie beim SQL Server, wenn du die anlegst, oder? Super Überleitung, da wollte ich genau gerade drauf kommen. Perfekt. Das, was ich nämlich hier sehe, ist, ich sehe hier keine Tabellen, ich sehe hier External Tables und External Resources. Ja, das ist etwas, was wir im Dedicated Pool auch haben oder was wir in den Big Data Clusters sehen würden, wenn der Uwe das erwähnt, oder auch im normalen SQL Server ab 2016, wenn wir Polybase im Einsatz haben. External Tables an der Stelle bedeutet, ich habe genau das, was Olli gesagt hat, Metadaten, also eine Definition von meiner Tabellenstruktur in der Datenbank drin liegen.
Die Daten selber liegen aber nicht im Tablespace, in meiner Datenbank selber, also nicht persistiert in der Datenbank, in einem leseoptimierten Format, sondern die Daten liegen extern. Ja? Die Definition, wo die liegen, kriege ich über meine External Data Source Definition hin. Hier kann ich zum Beispiel auf ein Data Lake verweisen. Ich sage, was für ein File-Format ich habe, zum Beispiel Parquet. Parquet ist ein File-Format, was im Hintergrund column-based aggregiert oder komprimiert ist, also optimiert für analytische Workloads, ist nicht human-readable, aber sehr, sehr gut optimiert für entsprechende Workloads und relativ klein vom Speicherplatzbedarf her. Ich kann dann hier Tabellendefinitionen erzeugen. Und wenn wir uns so Tabellendefinitionen an der Stelle angucken, das machen wir gleich in einem anderen Tool, dann sieht man hier, dass ich im Prinzip eine normale Struktur habe, also ein Skript, in dem ich Spalten, Datentypen und so weiter beschreibe. Aber, und jetzt gehen wir mal in ein anderes Tool, nämlich das gute alte Management Studio. Und hier seht ihr schon, Moment. Und hier seht ihr schon, ich bin hier auf dem gleichen Serverless-Pool verbunden, den ihr gerade im Synapse-Studio gesehen habt. Ihr seht hier die gleichen Datenbanken. Ihr seht hier unter Tabellen die External Tables, ja, die wir gerade gesehen haben. Die kann ich mir jetzt ausskripten lassen. Übrigens an der Stelle, meine Empfehlung für das beste Tool, was ihr mit Serverless verwenden könnt, ist immer noch das Management-Studio, weil das Management-Studio das einzige Tool ist, das alle Funktionalitäten unterstützt, die man in dem Fall gebrauchen kann. Dann seht ihr hier, wir haben hier ein Create, in dem Fall External Table Script, unsere Spaltendefinition, aber die Daten liegen in dieser External Data Source Definition und hier seht ihr den entsprechenden Pfad innerhalb des Data Lakes, wo diese Daten liegen. Ja, und der geht halt hin bis zu einem Parquet-Format. Und das erlaubt mir halt, mit meinen Daten im Dateiformat im Data Lake zu arbeiten, als ob ich mit einer normalen SQL-Tabelle arbeiten würde. Und das erlaubt mir auch, Abfragen dagegen zu schreiben. Und um jetzt mal nur so ein paar kleine Beispiele zu zeigen, wie das aussehen kann, ja, ich kann damit arbeiten gegen CSV-Dateien zum Beispiel. Ja, also komma-separierte CSV-Dateien kann ich damit abfragen, als ob das einfach normale Daten wären, die ich da drin hätte. Jetzt in dem Fall von meinen Server-Einstellungen, Regionaleinstellungen her ist komma-separiert das, was erwartet wird. Das heißt, wenn ich ein Semikolon drin habe als Feldtrenner, dann funktioniert das an der Stelle nicht. Aber wenn ich jetzt die üblichen Schema-Informationen mitgebe, Möglichkeiten, die ich hier in der entsprechenden Abfrage habe, funktioniert es wieder genauso. Ich habe die Möglichkeit, SQL-Spezialfunktionen zu verwenden, zum Beispiel ein Running Total zu ermitteln. Ja. Überhaupt kein Problem, berechnet es mir automatisch. Ich kann Dense Rank zum Beispiel berechnen, also die üblichen Feldfunktionen, Window-Functions, die ich an der Stelle benötige, alles gut. Es gibt allerdings einige SQL-Funktionen und bisher, es gibt Hashbytes und noch zwei, drei andere, da müsste ich aber nochmal nachgucken. Die funktionieren allerdings nicht. Da kriegt ihr eine entsprechende Java-Meldung. Das funktioniert an der Stelle nicht. Den gleichen Fehler würdet ihr bekommen, wenn ihr mit Hashbytes versuchen würdet, auf einer externen Tabelle, auch auf einer externen Tabelle im Dedicated SQL Pool zu arbeiten. Das wird einfach von diesem Java-basierten externen Format an der Stelle nicht unterstützt. Ja? Und wie gesagt, das liegt daran, dass ihr auf den Daten im Lake arbeitet. Um hier ein kleines Gegenbeispiel zu zeigen, Hashbytes an und für sich als Implementierung, als Funktion ist schon implementiert im Serverless SQL Pool. Das ist nicht auf einmal weg. Das funktioniert halt nur nicht auf diesem externen Zugriff. Okay, grundsätzlich klappt super. Wie kommt man jetzt aber erstmal dahin, dass man überhaupt dieses Format, dieses Query-Format hinbekommt? Und das ist halt auch was eben im Synapse schön gelöst ist, um den Einstieg erstmal einfach zu machen. Ich kann nämlich hier an der Stelle hingehen und ich kann mir einfach ich kann an der Stelle einfach durch meinen Data Lake zum Beispiel browsen.
und kann mir an der Stelle angucken, was habe ich denn in meinem Data Lake als entsprechende Informationen vorliegen und kann mich hier durch navigieren, bis ich bei irgendeiner Paketdatei ankomme. Und dann kann ich mit dem Rechtsklick einfach sagen, erzeug mir ein SQL-Skript und gib mir die ersten 100 Zeilen zurück. Und hier seht ihr schon, das ist genau dieses Format, dieses Skript-Format, was wir an der Stelle erzeugt haben. Und das kann ich für CSV-Dateien, für JSON-Dateien und für Paket-Dateien aktuell machen. Und das ist letztendlich genau eins der Grundkonzepte von Synapse, dass es hier an der Stelle darum geht, eine Trennung davon zu schaffen, eine Entkopplung davon zu schaffen, welche Technologie habe ich, das Spark als andere Variante oder das SQL, wo liegen meine Daten, in welchem Format liegen die Daten. Im Endeffekt soll alles in die Richtung hingehen, dass ich halt wirklich einfach meine Abfragesprache, mein Tool meiner Wahl nutzen kann, um mich mit den Daten zu verbinden und da entsprechend drauf zuzugreifen. Und ja, wie gesagt, an Möglichkeiten gibt es verschiedene Geschichten. Ich kann externe Tabellen anlegen, ich kann mir Views anlegen, was auch ganz schön ist mittlerweile im Serverless SQL Pool, das gibt es noch gar nicht so lange, seit Anfang des Jahres. Ich kann mir Prozeduren anlegen, mit denen ich viel Workloads kapseln kann, kann in den Prozeduren auch Dynamic SQL verwenden, kann die dann in entsprechenden Aufrufen wieder verwenden, was zum Beispiel gerade auch ganz schön ist, wenn ich Workloads wirklich in meinen entsprechenden Applikationen verwenden will, Environments verwenden will, dann kann ich hier auch wieder mit den Data Sources arbeiten. Und das ist wieder der Punkt, warum ich gesagt habe, das Tool der Wahl ist das Management Studio, denn wenn ich mir hier nochmal eben kurz meine Datenbanken angucke, dann sehe ich hier Tabellen, External Resources, Views, Schemata, Securities. Aber wo sind denn die Prozeduren? Und das ist nämlich genau das Problem. Selbst im eigentlichen Tool der Wahl, im Synapse Studio, sehe ich die Prozeduren nicht. Im guten alten Management Studio, das kann das nämlich, da sehe ich aber meine Prozeduren. Da kann ich hingehen, kann mir meine Prozeduren anzeigen oder meine Inline Table Valued Function, die es auch geben würde, kann sie mir ausskripten lassen und so weiter. Also, da wir jetzt leider schon ziemlich am Ende der Zeit sind und ich auch mal wieder ununterbrochen geredet habe, nochmal kurz Zusammenfassung hier. Ich finde, Serverless SQL Pool ist eine super Geschichte, um überhaupt erstmal einen Einstieg in dieses ganze Thema Big Data, Arbeiten mit Dateien, Zugriffen zu bekommen. Was es nicht ist, und das vielleicht nochmal so als so ein bisschen die Bemerkung, was ist die Abgrenzung zum Dedicated SQL Pool? Es kann nicht alles, es unterstützt nicht alle Funktionen. Ich habe nur diesen Meta-Zugriff, das, was Olli vorhin gesagt hat. Ja, also ich arbeite immer auf Daten, die woanders liegen. Ich kann Views, Tabellen, Prozeduren definieren, aber ich kann keine Daten persistieren. Das heißt, ich muss immer Daten von irgendwo anders lesen. Ja. Dennoch kann ich damit eine ganze Menge machen. Ich kann zum Beispiel mir schöne Schnittstellen damit bauen für andere Tools, die gerne auf meine Ergebnisse im Data Lake zugreifen würden, aber eine SQL-Schnittstelle brauchen. Das heißt, ich baue mir einfach Views in meinen Serverless SQL-Datenbanken und stelle die anderen Tools oder Usern zur Verfügung und die können darüber die Daten einfach in einem gewohnten SQL-Format in einer SQL-Schnittstelle abziehen, zum Beispiel Power BI oder Reporting Services oder ähnliches. Ja, das kann ich an der Stelle gut nutzen. Was es nicht so richtig gut kann, ist komplexe Transformationen, Joins, gerade viele Left-Joins. Ich habe Schwierigkeiten teilweise mit der Übersetzung der Datentypen, wo ich Probleme habe oder berücksichtigen muss. Und ich habe am Anfang schon davon gesprochen, ich muss keinen Server konfigurieren, ich muss keinen Server managen, ich kann aber auch keinen Server skalieren. Die ganze Skalierung erfolgt automatisiert im Hintergrund. Und wenn ich an meine Grenzen komme, dann komme ich an meine Grenzen. Und wenn ich meinen Timeout erreiche, dann komme ich an meinen Timeout und dann mache ich nichts mehr. Das Einzige, was ich machen kann, ist meine Abfragen verbessern, meine Daten besser partitionieren oder Zwischenstände zwischenspeichern. Das sind die Chancen, die ich habe. Deswegen Serverless super für Ad-Hoc-Analysen, super, um Daten nach außen freizugeben. Aber es ist nicht das Transformationstool der Wahl. Das ist dann eher wieder der Dedicated SQL Pool, wenn ich größere Workloads, regelmäßige Workloads habe, für die ich dann auch bereit bin, entsprechend zu bezahlen. Und so schnell ist nachher die Stunde um. Ja, ratzfatz war es zu Ende, liebe Gabi. Vielen, vielen Dank.
Meine Frage mit, was kann ich denn mich darauf connecten, hast du ja gerade schon nochmal beantwortet, deswegen brauche ich dich gar nicht mehr zu stellen. Also Data Studio würde auch gehen. Ja, Data Studio würde auch gehen, aber wenn jetzt hier irgendwie eine Tableau-Fraktion oder sowas unter uns ist, wir könnten auch mit Tableau auf Serverless drauf zugreifen. Kostentechnisch wird es per Terabyte abgerechnet, ist auch ganz interessant, oder? Nee, also es wird tatsächlich auch kleiner abgerechnet. Terabyte ist nur die Größenordnung, die in der Regel angegeben wird, als wie viel kostet das, weil ein Terabyte, also es ist je nach Region leicht unterschiedlich, aber ein Terabyte Processed Data, also gelesene Daten, geschriebene Daten, verarbeitete Daten, kostet roundabout $5. Es braucht also eine Zeit, bis man da hinkommt. Hier ist ein super. Die ersten 10 sind, glaube ich, momentan noch for free. Also, wenn ihr das austesten wollt, könnt ihr 10 Terabyte Datentraffic basteln. Ich paste euch noch zwei Links hier rein. Das eine ist nämlich genau zum Thema Cost Control von dem Nikola Illich, der übrigens, glaube ich, jetzt seit einem Monat oder so auch MVP. Ah, ist MVP geworden. Genau. Ah, verdammt, das war der gleiche Link nochmal, Entschuldigung. Das ist zum Thema Cost Control, da ist genau das beschrieben, da ist auch beschrieben, wie man die Kosten deckeln kann oder wie man analysieren kann, wie viel Daten man tatsächlich gelesen hat. Und das andere ist eine ganz coole Geschichte zu einem GitHub-Repo mit Azure Samples zu Synapse. Da gibt es auch Demos zu Synapse SQL, aber auch zu den anderen Bereichen. Sehr empfehlenswert, da kriegt ihr dann eine ganze Menge Geschichten zu, wie kann man Twitter-Daten lesen, verarbeiten und so weiter. Ja, also auch nochmal eine Empfehlung an der Stelle zum Einstieg. Wobei das gesamte Synapse Studio darauf ausgelegt ist, entsprechend Informationen, Learnings und sowas bereitzustellen. Aber auch diese GitHub Azure Samples sind eine coole Geschichte. Perfekt. So, damit schließe ich das Recording. Liebe Gabi, vielen, vielen Dank für die Insights. Ich hoffe, für die Kolleginnen und Kollegen hier im Call war das erleuchtend. Man hat was gelernt oder was gesehen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, dieses Tool, auch für gestandene SQL Server Menschen wie den Uwe, der jetzt gerade unseren Call da verlassen hat. Aber er hat mir gerade nochmal auf WhatsApp geschrieben, find's total cool. Mal gucken, mal gucken, wann wir ihn im Flash Gordon-Kostüm auf der SQL-Konferenz wiedersehen, wo er dann Serverless SQL Pool macht. Da bin ich mal gespannt.